Bäre und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Installiert und Jetzt. Heute schauen wir uns ein ganz besonders interessantes Thema an, nämlich das Thema Skins. Was sind Skins im Fußballmanager? Sehr gute Frage. Im Grunde genau das, was man sich vorstellt. Es ist eine Art der Darstellung. Also wie wird das Interface, das wir vor uns haben, präsentiert? Es gibt da eben dieses Standard-Interface, das haben wir hier jetzt gerade. So schaut das Spiel einfach aus. Okay, ist so. Grundsätzlich würde ich sagen, das schaut auch gar nicht schlecht aus. Also ich finde das eigentlich sehr ansprechend. Aber es gibt hier natürlich dann immer wieder kluge Köpfe, die definitiv mehr rausholen, die ja besondere Dinge machen, besondere Ansichten reinprogrammieren und so weiter. Und das ist natürlich sehr, sehr praktisch für uns. Und ich zeige euch heute im Video, wie wir diese Skins finden, wie wir diese Skins installieren und wie das dann anhand eines Beispiels, anhand meines Lieblingsskins beispielsweise, am Ende auch aussieht. Ja, wie gewohnt geht ihr hier zuerst auf FM Scout oder Sorted Out oder wohin auch immer. In der Regel gibt es dann eine eigene Sektion mit Skins, zum Beispiel aktuell für Fußballmanager 2024, 12 Stück, das am 24.10. Das heißt, bis dieses Video rauskommt, wird es hier mit Sicherheit noch mehr geben. Sehen, es gibt hier unterschiedlichste Skins und sehen, der wurde beispielsweise 3000 Mal heruntergeladen. WTCS, das ist mein Favorit, 20.000 Downloads, der ist auch wirklich super. Gibt hier immer eben eine kleine Vorschau, auch wenn wir uns da jetzt bei einem bestimmten Skin zum Beispiel anschauen, da sehen wir dann auch, wie das in etwa aussieht. Also ihr seht die Farbwahl hier beispielsweise etwas anders. Es ist ja vielleicht etwas ansprechender, würde ich auch behaupten. Aber ja, natürlich gefällt jedem etwas anderes. Die Frage ist jetzt, wie können wir diesen Skin verwenden, wie bekommen wir den ins Spiel? Ganz einfach auch wieder, wir laden zuerst die Datei hier auf FM Scout beispielsweise herunter, entpacken sie und gehen dann zu Football Manager 2024 Skins. Falls es diesen Ordner noch nicht gibt, dann müssen wir ihn einfach erstellen. Sprich Football Manager 2024 und hier Skins. Wir waren ja für die Logos, für die Trophies beispielsweise bei Graphics, in dem Fall eben Skins. Und hier haben wir den kompletten Ordner, den wir heruntergeladen haben vorab und den fügen wir hier ein. Wenn das funktioniert, mit Ausschneiden klappt es nicht, mit Kopieren sehr wohl. Und dann haben wir ihn bereits hier und wechseln jetzt wieder zurück in den Fußballmanager. Ja, wieder zurück im Fußballmanager. Wir machen im Grunde genau das gleiche wie bei den Logos und Trophies. Wir gehen hier auf FM, danach auf Einstellungen. Rechts oben wählen wir Interface aus und hier jetzt gleich ganz oben auch Skin, Football Manager, das ist der aktuelle Skin. Und hier gibt es jetzt eben diesen WTCS Gold oder für welchen Skin auch immer ihr euch entscheidet. Dann gehen wir hier noch einmal auf Cache leeren und auf Bestätigen. Jetzt wird der Skin gewechselt, er lädt ein bisschen, wie bereits im vorigen Video gesagt, das kann etwas dauern. In der Regel dauert es nicht allzu lange, aber wundert euch nicht, es dauert länger als die meisten anderen Dinge in diesem Spiel. Und jetzt sehen wir schon hier die Veränderungen. Hier links beispielsweise hat sich schon einiges getan. Wir haben da jetzt eine andere Farbe beispielsweise oder wir sehen
generell andere Optionen, andere Ansichten und so weiter und so fort. Grundsätzlich am Spiel ändert sich ja dadurch natürlich nichts, aber wie gesagt, es gibt hier einfach einige Sachen, die dann besser funktionieren, die dann anders funktionieren oder über die ihr plötzlich mehr Kontrolle habt. Ihr könnt dann beispielsweise mit bestimmten Skins auch ein Instant Result Button nutzen. Das heißt, ihr müsst euch ein Spiel nicht ansehen, sondern ihr klickt direkt auf das Sofortergebnis, wenn ein Spiel beginnt und ihr wisst, wie es ausgeht. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte mir dieses Spiel nicht ansehen, sondern ich möchte ehrlich gesagt nur wissen, ob ich gewonnen habe oder nicht. Auf jeden Fall, ihr habt auch hier wieder gesehen, grundsätzlich sehr, sehr einfach, überhaupt kein Problem. Geht alles sehr schnell. Hier in diesem Fall zum Beispiel haben wir auch diese Schaltfläche völlig neu, können hier auf unterschiedlichste Spieler gleich zugreifen, die wir haben. Fällt mir jetzt gerade erst auf, das wusste ich davor gar nicht. Ja, auf jeden Fall sehr praktisch. Ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen. Ich wünsche euch alles Gute, bis bald und derre.